Matsurika. Dass du mich hier besuchen kommst, bedeutet sicher, dass du meine Prüfung ablegen willst. Habe ich recht? Ganz richtig. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Okay, du musst Folgendes tun. Gegen mich kämpfen. Like, what the fuck? Hätte mir das davor vielleicht immer mal sagen können. Holy crap. Flunkiefer, Feestahl. Alva, keep cool, Fuchtler. Eisenschädel. Der zieht rein. Aber Volvo kommt zumindest noch zu einem zweiten Fuchtler. Und somit können wir wohl Flunkiefer mal den kleinen Schaden machen. Nachdem wir wissen, dass es ein Stahl-Pokémon ist, würde ich sagen, Empoleon, du bist dran. Empoleon, nicht Silvaro. Nee, dafür ist noch keine Zeit. Polion, Wasserdüse. Oh oh. Das hilft. Da ist die Attacke dann noch mächtig genug. Ach komm. Let's go. Oh mein Gott, das sind Fee-Pokémon. Ich setze ein Drachen-Pokémon ein. Oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Um Himmels Willen. Nein, das war das Falsche. Hula. Chill mal deine Hut, Alter. Jetzt ist es lustig. Was ist Knuddel eigentlich so stark? Alles klar. Empoleon, du bist dran. Oh nein, das Ding kann erdbeben. Oh nein. Oh, oh. Oh Mann, das war keine gute Idee. Verlieren wir jetzt echt gegen Matsurika? Bitte überlebt zumindest nicht. Ja, und
bin ich zum Stelzen wieder. Silvaro, vor allem wir brauchen, wollte gerade sagen, wir müssen Pupita wieder beleben, weil Pupita braucht die EP. Der Rest ist mir egal, der Rest ist schon fertig entwickelt, aber Pupita noch nicht. Und ein Despotar wäre nicht schlecht. Du bist dran. Die Pullen erreicht auf 55. Bundlebee. Käfer-Pokémon. Steinkante. Probier mal den hier. Sie hätte es uns fast geschafft. Fast hätte sie uns geschafft. Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich aus allen Wolken. Naja, wir haben auch viel Nachhilfe mit Items gebraucht, meine Liebe. Also brauchst nicht traurig sein. Wow, deine Inselmannschaft scheint etwas ganz Besonderes gewesen zu sein. Hier, du bekommst von mir dieses Blütenblatt als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Rosa. Aber meine Prüfung ist noch nicht vorbei. Ich möchte, dass du bei allen Captain Alolas vorbeischaust und dir von jedem ein Blütenblatt abholst. Okay, Blütenblätter von den Captains einsammeln. Ich würde sagen, wir heilen erstmal unsere Pokémon. Das war doch ein ordentlicher Fight, den wir eigentlich da abgeliefert haben gerade. Auch gar nicht so schlecht. So, hallo du. Hier krieg ich schon mal Pokémon. Heil mal. Und tschö. Ach ja, merci. Wir speichern erstmal kurz. Nachdem wir jetzt doch schon relativ weit sind. Glurak-Flieger. Da unten ist noch ein ich wollte gerade sagen. Warum wird er mir nicht angezeigt? Na, dass mal zu Rika ist. Wir machen es der Reihe nach. Wobei ich hier eine Frage kommt. Wo sind die eigentlich alle? Wenn wir schon so weit sind, dass wir sie nur besiegen müssen.
Ja, alles klar. Tatsächlich falsch hier. Das sind die Bärenfelder. Ist der Friedhof nicht da unten? Doch. Zack, zack, zack. Marine. Hey, das hättest du ruhig mal warten können. Man wird sich doch wohl noch 5 Minuten darüber freuen dürfen, Ilima besiegt zu haben. Übrigens, Matze, ich habe schon von Gladio gehört, du hast also echt Alola gerettet, wie? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz es mich macht, dass meine Inselwanderschaft mit einem tollen Trainer wie dir begonnen hat. Das schwor mich total an. Immerhin will ich dir ja nicht in nichts nachstehen. Kämpfe aus Jux und Tollerei sind natürlich in Ordnung. Aber wenn man sich zu sehr auf den Spaß konzentriert, anstatt sein Bestes zu geben, ist das den hart erkämpfenden Pokémon gegenüber schon irgendwie unfair. Stimmt's, Primarine? Ich weiß, dass du gewinnen willst. Ich werde dafür sorgen, dass dein Wunsch Wirklichkeit wird. Und bevor ich es vergesse, Matze, ich habe ein Top-Elixier für dich. Setz es ein, wenn sich ein Kampf zu sehr in die Länge zieht. Dankeschön. Und wenn wir beide unsere Inselwanderschaft abgeschlossen haben, müssen wir bei einem Kampf mal so richtig ernst machen. Um als Trainer zu gewinnen, sollte man mit seinem Pokémon auf derselben Wellenlänge sein und zusammen Spaß haben können. Ich werde diesen Ansatz perfektionieren. Ilima. Was steht machen? Like, what the fuck? Hallo, mein Schatz. Heute habe ich dir Blumen mitgebracht. Gefallen sie dir, Schatz? Sind sie nicht wunderschön? Na, nicht so laut. Hier ruhen doch ganz viele andere. Na komm, trockne deine Tränen. Wir haben schon zu Genüge geweint. Wir können doch immer in seiner Nähe sein, wenn wir hierher kommen. Solange wir ihn nicht vergessen, ist er immer bei uns. Ein Teil von uns. Oh, hallo, junge Trainer. Bitte verzeih mir, dass wir hier so laut sind. Alles gut. Das ist das Grab meines Mannes. Mache mal hier was in Pokémon. Es war ein Verkehrsunfall. Mein Mann hat es irgendwie noch geschafft, mache mal in dem Augenblick, als es passiert, in seinen Pokéball zurückzuschicken. So hat es wie durch ein Wunder überlebt. Meinem Mann war das leider nicht vergönnt. Mach mal wollte danach partout nicht mehr in seinen Ball zurück. Irgendwann hat es ihn einfach weit, weit weggeworfen. Auch für mich war es sehr hart, als er plötzlich nicht mehr da war. Und ich muss zugeben, dass es Momente gab, in denen ich den anderen Fahrer wirklich gehasst habe. Doch wie ich erfuhr, hatte auch er eine Familie. Eine junge Frau. Irgendwann bin ich ihr begegnet und habe ihr ins Gesicht gesehen. Da wurde mir bewusst, wie sinnlos mein Hass noch ist. Oh je, bitte verzeih. Ich weiß auch nicht, warum ich dir das alles erzähle. Es wollte wohl einfach aus mir heraus. Aber es war sehr nett von dir, einer alten Frau wie mir so lange zuzuhören. Hier, die hat meinem Mann gehört. Vielleicht kannst du sie irgendwie gebrauchen. Themen 56 Schleuder. Sag, du nutzt es sich auch Pokémobil. Kein Wunder, so praktisch wie das ist. Aber sei bitte vorsichtig, Unfälle können eben passieren. Sei also immer wachsam. Mach's gut, junge Trainer. Boah, Alter. Hui. Das geht nahe, Alter. Alter Verwalter. Boah. Ich erinnere mich an einen Kumpel. Puh. Oh. Ja, ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nächste Folge gegen Ilima. Wir sehen uns. Ciao. Mit V.